Wir wollen noch eine Ad-hoc-Lösungsansatz für gewünschte Differentialgleichungen kennenlernen. Und zwar kann man manchmal Lösungen finden, indem man für die gesuchte Funktion, also y von x, einen potenzreihen Ansatz macht. Also man hat eine gewöhnliche Differentialgleichung für y von dem Intervall in die reellen Zahlen. Und dann macht man als Ansatz y von x ist Summe k gleich 0 bis unendlich a k x hoch k. Oder um einen anderen Entwicklungspunkt, setzt das ein und muss gegebenenfalls andere vorkommende Funktionen in x auch in Potenzreihe entwickeln. Und dann gibt einem das durch Koeffizientenvergleich Rekursion für die AK. In Analyse 1 haben wir das für die Schwingungsgleichung schon mal explizit durchgeführt. Und hier wollen wir einfach noch zwei andere Beispiele für diesen Ansatz sehen. Und zwar gucken wir uns als erstes Beispiel an, y' gleich x mal y mit dem Anfangswert y von 0 gleich 1. Dann kann man natürlich hier Trennung der Variablen machen. Und ist nach einer Zeile fertig. Machen wir aber nicht, weil wir diesen potenzreihen Ansatz nochmal ausprobieren wollen. Ne? Also Ansatz, wie hier oben, y von x ist Summe k gleich 0 bis unendlich ak mal x hoch k. Und damit der Anfangswert erfüllt ist, y von 0 gleich 1 ist, muss in diesem Ansatz a0 gleich 1 sein. Ja, weil wenn wir da jetzt x gleich 0 einsetzen, bleibt nur a0 übrig. Und diesen Ansatz wollen wir jetzt in unsere Differentialgleichung einsetzen. Das heißt, wir brauchen y' von x. Und da leiten wir das einfach formal jeden Summanden ab und haben da stehen k mal ak x hoch k minus 1. Das heißt, wir haben y' von x minus x mal y von x ist Summe von k gleich 0 bis unendlich, k mal ak x k minus 1, minus Summe von k gleich 0 bis unendlich, ak x k plus 1. So, und um diese Summen zusammenfassen zu können, wollen wir eine Indexverschiebung durchführen. Das heißt, wir wollen, dass am Ende bei der Summe von k hier immer ein x hoch k steht. Genauso hier. So, wenn wir aus dem k minus 1 ein k machen wollen, verschieben wir also den Index um plus 1. Das heißt, wir haben hier stehen ak plus 1 und hier k plus 1. Das heißt, die alte Summe, die bei k gleich 0 startet, startet jetzt bei k gleich. Das heißt, die alte Summe, die bei k gleich 1 startet, startet jetzt bei k gleich 0. Und normalerweise würden wir jetzt den alten Term bei k gleich 0 verloren haben, aber der alte Term bei k gleich 0 war ja einfach gleich 0, weil wir mit k multiplizieren. Das heißt, diese ersten Summen stimmen überein. Okay, jetzt gucken wir zweite Summen. Wollen wir aus dem k plus 1 ein k machen? Das heißt, wir verschieben um minus 1, haben wir hier also ein ak minus 1. Das heißt, wenn die Summe am Anfang hier bei k gleich 0 anfing und der erste Summand ging dann mit x, müssen wir jetzt bei k gleich 1 anfangen, damit der erste Summand mit x geht. So, und jetzt können wir die nämlich für gleiche k zusammenfassen. Und beide Summen
beinhalten alle k's ab 1 bis unendlich. Das heißt, da können wir das einfach zusammenfassen als k plus 1 mal a k plus 1 minus a k minus 1 x hoch k. Und k gleich 0 kommt nur in der ersten Summe vor. Das heißt, das schreiben wir noch extra. Wenn k gleich 0 ist, ist der erste Summand einfach a 1. So, und davon wollen wir jetzt, dass das gleich 0 ist, ne, weil wir wollen schließlich die Differentialgleichung lösen. Und nach dem Identitätssatz für Potenzreihen gibt uns das, dass a1 0 sein muss und dass k plus 1 mal ak plus 1 gleich ak minus 1 ist. Für alle k größer gleich 1. Das heißt, wenn wir a1 gleich 0 haben, dann gibt uns diese Gleichung für k gleich 2, dass dann auch a3 gleich 0 ist, dann für k gleich 4, dass dann noch a5 gleich 0 ist und so weiter. Das heißt, wir haben schon mal, dass a2l plus 1 gleich 0 ist für alle l aus a1 gleich 0 und dieser Rekursionsvorschrift. Und dann brauchen wir natürlich jetzt noch die Geraden. Und da kriegen wir a2, wenn wir k gleich 1 einsetzen, kriegen wir a2 ist 1 halb a0. A4 ist ein Viertel A2, also 1 durch 4 mal 2 A0 und so weiter, sodass wir dann kriegen A2L ist gleich 1 durch 2 hoch L mal L Fakultät A0. So, das heißt, als Lösung y von x haben wir jetzt die Summe von nur noch geraden k's, also k gleich 2l, also l gleich 0 bis unendlich, dann a2l, also 1 durch 2l, l Fakultät a0 mal x hoch 2l. Und was ist das? Das ist a0 mal e hoch x Quadrat halbe. Und für unseren Anfangswert a0 gleich 1 kriegen wir dann sozusagen als Lösung hiervon y von x gleich e hoch x Quadrat halbe. Kann man einsetzen, überprüfen, stimmt. Ja, also wir sagen jetzt hier jetzt nichts darüber, wann dieser Potenzreihenansatz funktioniert, sondern gehen sozusagen mit der Hoffnung rein, dass er funktioniert und dass die Potenzreihe dann noch absolut konvergiert und wir deswegen das hier alles wirklich machen dürfen. Und falls wir dann am Ende eine Potenzreihe rauskriegen, überprüfen wir für die, dass es die wirklich eine Lösung ist. Also es ist jetzt wirklich ein Ad-hoc-Ansatz hier. Keine systematische Beschreibung, wann das funktioniert. Okay, aber das als ein Beispiel. Für so einen Potenzreihenansatz machen wir noch ein zweites Beispiel. Und zwar machen wir als zweites Beispiel die hermitische Differentialgleichung y2' minus x mal y' plus lambda mal y gleich 0 für ein lambda in den reellen Zahlen. Und dann machen wir auch wieder einen Potenzreihenansatz. Mangels momentan bessere Ideen. Und dann müssen wir jetzt natürlich auch wieder y' und y2' ausrechnen und das dann da einsetzen. Alle anderen Funktionen, die hier von x abhängen, sind in Wirklichkeit schon Polynome und damit liegen die auch schon im Potenzreihenansatz vor. Das heißt, wir müssen jetzt nicht noch extra was anderes entwickeln.
Okay, also y' von x ist dann die Summe von k gleich 0 bis unendlich, k mal ak x hoch k. Und y2' von x ist die Summe von k gleich 0 bis unendlich, ak minus 1, k minus 1, ak x k minus 2. Und hier die ersten Terme für k gleich 0 ist es 0, für k gleich 1 ist dieser Term 0. Das heißt, so richtig fängt es hier erst bei k gleich 2 an. Und dann wollen wir wieder einen Index-Shift machen, sodass hier in Wirklichkeit die Summe über x hoch k steht. Das heißt, wenn wir aus k minus 2 ein k machen wollen, wird aus dem ak ein ak plus 2, aus dem k wird ein k plus 2, aus dem k minus 1 wird ein k plus 1. Und wenn wir am Anfang bei k gleich 2 angefangen haben, fangen wir jetzt bei k gleich 0 an. So, und dann haben wir y2' minus xy' plus lambda y ist gleich die Summe von k gleich 0 bis unendlich. Dann haben wir hier k plus 2, k plus 1, ak plus 2 mal x hoch k. Dann minus x mal y', wenn wir das hier noch mit x multiplizieren, kriegen wir da auch ein x hoch k rein. Das heißt, das können wir hier in die Summe tun mit minus k mal ak. Und dann haben wir noch plus lambda y, das heißt, wir kriegen noch plus lambda ak rein. Und das wollen wir, dass das 0 ist. Das heißt, auch hier kriegen wir durch Koeffizientenvergleich eine Rekursionsvorschrift, nämlich ak plus 2 ist gleich k minus lambda durch k plus 1 mal k plus 2 ak für alle k größer gleich 0. Das heißt, auch hier haben wir wieder einen Fall, wo sich alle ak für k gerade rekursiv aus a0 berechnen und alle ak für k ungerade rekursiv aus a1, kann man auch hier sogar Formeln hinschreiben, dann ist a2l a0 durch 2l Fakultät mal das Produkt von k gleich 0 bis l 2k minus lambda und a2l plus 1 ist a1 durch 2L plus 1 Fakultät, Produkt von K gleich 0 bis L, 2K plus 1 minus Lambda. Das rechne ich jetzt nicht vor. Da würde man auch wieder durch die ersten Folgenglieder ausschreiben, erraten und dann kann man nachweisen, dass diese beiden Gleichungen wirklich die Rekursionsvorschrift erfüllen. Machen wir jetzt hier nicht. Was ich vielleicht noch sagen will, dass im Spezialfall, wo wir einmal Anfangswerte haben, das ist ja eine Differentialgleichung zweiter Ordnung, da braucht man Anfangswert für y und y'. Und wenn wir mal annehmen, y von 0 ist 1, was ja für die Potenzreihe heißt, dass a0 gleich 1 ist, und y' von 0 sei 0 sein, was für die Potenzreihe heißt, a1 gleich 0, dann gibt uns schon mal diese Rekursionsvorschriften, dass alle ungeraden AKs, also für k ungerade, also a2l plus 1, dass die alle 0 sind, weil a1 ja 0 ist. Das heißt, nur die Geraden kommen vor. Und wenn wir noch zusätzlich mal annehmen, dass lambda selber eine gerade Zahl war, dann ist a2l gleich 0 für alle l größer gleich n und a2l plus 1 ist 0 sowieso für alle l. Das heißt,
dann ist die Lösung ein Polynom. Und analog für y von 0 gleich 0, y' von 0 gleich 1 und lambda gleich 2n plus 1. Das führt dann auf die sogenannten hermitischen Polynome, die beim quantenmechanischen harmonischen Oszillator eine Rolle spielen. Das führt da genau auf so eine Differentialgleichung. Okay, aber das als Beispiel für Potenzreihenansatz. Kommt man eigentlich immer auf so eine Rekursionsvorschrift. Im Zweifel findet man halt keine geschlossene Formel für das, was für die Potenzreihe, die am Ende rauskommt. Oder auch schon für die AKs selber.